Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 Reign of Fire. Wir spielen Season 11 und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ranger kontrolliert wieder mal, ob hier am Kontrollpunkt alles okay ist. Deswegen hat er sich auch hier eine etwas erhöhte Position gesucht. Und wir haben noch an Aktivitäten oder was wir noch erledigen müssen, war ein Rettungseinsatz und ein Kopfgeldeinsatz, logischerweise dann am Schluss. Und ich habe hier in der Zwischenzeit eine Kleinigkeit markiert. Das wollen wir uns erstmal anschauen. Und dann geht's hier weiter bei uns mit der Fahndung. So, dann schauen wir mal, was es da Interessantes gibt. Hier müssen wir rechts lang. So. Okay. So, da ist noch eine Kiste. Nee, da unten gehen wir nicht lang. Eine unbekannte Aktivität. Ja. Na los, schrei doch. Das hilft bestimmt. Ach, eine Hinrichtung, okay. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie durchkommen. Nee, da kommen wir überhaupt nicht durch. Zivilisten in Not. Nee, das brauchen wir nicht. Glaub ja nicht, dass Zettel dir jetzt noch hilft. Soweit so gut, ja, aber wie kommen wir denn jetzt am schnellsten da wieder rüber? Weil der... Ach toll, da kann man ja das Tor öffnen. Okay, ja, wenn es so ist... Ah ja, okay, das sagt mir was. So, da werden wir mal hier langsam ranrobben. Okay, ja, wenn das so ist. Ach, shit. Gut. So, den müssen wir aus dem Spiel nehmen. So, die Geiseln rennen wild durch die Gegend und auf die hätte ich auf einer geschossen hier. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die nicht hier von links hier kommen. Okay. So, da ist doch der Oberboss. So, schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Wir verteidigen uns. Ups, ups. Ach du Schande. Ach du Schande, jetzt springen die da raus. Ich fasse es nicht. Hup, hup. Ei, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Springt hier wild rein. Cool. So, wo sind sie? Wo sind sie? Da müsste jetzt einer kommen. So, wie sieht es denn aus mit meinen beiden Retten? Okay. Sehr schön. Okay, dann gibt es natürlich dann nochmal einen kleinen Kopfgeldeinsatz, so wie es aussieht. Und den können wir ja auch noch machen. So. Kurz auf die Karte schauen. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hatten wir doch schon mal, oder? Okay, dann gehen wir mal... Nee, das können wir eigentlich auch ablaufen. Zügig. Haben wir aufmunitioniert? Sind wir voll? Ja, sehr gut. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir dieses Tor auch aufkriegen. Jo. Verbündete Kämpfer entdeckt.
So, das Geschütz haben wir ja mitgenommen. So, wie weit ist es denn? Oh, 2 Kilometer fast. 0,200 Meter komme ich denn auf. Ah, die sind von uns. Der Waschbär ist nicht von uns. Foggy Bottom. Das Ziel befindet sich in ihrer Nähe, Agent. Okay, da tut sich jetzt was. Haben wir noch Munition? Okay. So, wie gesagt, wir haben ein bisschen dazu gelernt. Ups. So, Dele. Und weiter geht's. So, wir müssen da irgendwie hier links rum, wenn ich mich richtig erinnere. Da wollen wir nicht runter. Ja, da rennt auch schon wieder der Kollege rum. Da müssen wir uns auch erstmal den Weg wieder freischießen. Agent braucht Verstärkung. Ach was. Wo springt der rum? Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Ach, da hinten sind auch welche. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann können wir ja da, glaube ich, auch noch ein bisschen mitmischen. Ja, wenn sie hier mal ein bisschen aus dem Weg gehen würde. So, mal ein bisschen näher. Okay, sehr gut. Muss nachladen. Ja, ich nicht. Doch, ich auch. So, jetzt wollen wir aber hier rein, weil da geht es nämlich weiter. Also, ah ja, doch, natürlich, klar. Das hatten wir schon mal. Somit kennen wir uns aus. Dann werfen wir doch einfach mal was runter. So, dann sind sie jetzt wach. Ja, okay. So, irgendeiner wird... Oh, 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 das ist natürlich gar nicht so clever. Okay. Das nehmen wir wieder mit. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da müsste irgendjemand... Und? Nein, oder wie? Doch, 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 doch. So. Okay. Jetzt schauen wir wieder, dass wir hier hochkommen und da oben können wir dann unser Zack. Ach, die haben uns schon gesehen, glaube ich. Mal wieder Zielübungen.
Das ist das Ziel. Der Corporal. Das kann es noch nicht gewesen sein. Ja, ja, da kommen noch mehr. Das sind noch mehr. Ja, komm, die Granate ist für dich. Die Supermine explosiv. Ach du Schande. Okay, okay. Okay, okay. Auf den Beutel, auf den Beutel. Der Kasper. Gasper. Komm, 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 komm. Mach Feierabend. Ich habe noch was anderes zu tun. Springt da irgendwo noch einer rum? Okay. Sehr schön. Ja, das hat sich gerade hier wegen so merkwürdig angehört. So, dann gehen wir mal ein bisschen sammeln. Sammeln, sammeln. So, da unten gibt es auch noch Material. Wollen ja nichts verkommen lassen hier. So, da nicht, aber hier. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir noch mal kurz checken. Munition. So. Okay, dann schauen wir mal, wo wir eigentlich jetzt noch hin müssen, oder? Waren wir nicht schon? Ach, haben wir das schon erledigt? Nee, Rettungseinsatz haben wir noch nicht erledigt. Wo ist denn jetzt der Rettungseinsatz? Fahndung? Ja, Kopfgeldeinsatz, Rettungseinsatz. Habe ich mich da gerade irgendwie ein bisschen rausgeschossen oder was? War nicht irgendwo hier der Rettungseinsatz? Kopfgeldeinsatz. So. Ja, das ist er nicht. Das ist er. Ah ne, doch, den müssen wir machen, klar. Also, Kopfgeldeinsatz aktivieren. Sehr schön, wir bestätigen. Und dann geht's los. Okay, diese Richtung. Augenblick. Welche Richtung jetzt am besten? Ja, laufen wir erstmal dort raus. Geht gar nicht. Okay, verpeilt wie wir sind, müssen wir doch auf die anderen Seite raus. Dum, 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 dum. So, da müssen wir auf der anderen Seite raus. Irgendwo hier. So, und da hoch und dann geht's da raus, wenn ich noch richtig weiß. So, und jetzt sollte er uns doch da rechts rumführen. Ne, links rum. Hä? Wieso jetzt links? Ah, ups. Ups. Upsi. So, einer ist noch da, einer ist noch da, einer war noch da. Gut. So. So,
So ein bisschen Luftaufklärung vorschicken wäre jetzt nicht verkehrt gewesen. Jo. Ah, 4 Kilometer. Das ist ja eine halbe Weltreise. Da werden uns bestimmt noch einige über den Weg laufen. Ja, wusste ich es doch. Rechts ist was. Nee, Jungs, jetzt haben wir gerade mal keine Zeit für euch. Wir können nicht mit jedem hier spielen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. So, was sind das für welche, die reparieren? Sehr schön, dann repariert mal. Ist doch immer gut, wenn man was zu tun hat. So. Jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Da müssen wir hin. Und ja, komm, lauf. Sie sind in der Nähe des Ziels. Ah ja. So, ein bisschen aufpassen. Nicht, dass uns wieder irgendjemand oder irgendwas in den Rücken fällt. Aha. Na. Dann schauen wir mal, ob wir von da oben was sehen. Nee, ich glaube, das wird nischt. Das wird nischt. Ja, okay, da haben wir noch ein paar Meter. Huch. Okay. So, jetzt wird es interessant. Jetzt sind wir endlich da, wo wir hinwollen. Haben wir eigentlich noch von der großen? Okay. Sehr schön. Das hat schon mal ein bisschen gescheppert. Höre ich was? Höre ich was? Nein. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Aber da müssen wir rein. Da, wo es so brennt. Okay, gut wäre jetzt, wenn wir das da vorne aufs Auto kriegen. Natürlich wieder nicht, ist klar. Ist klar. Ach du Schande. Dann machen wir es halt so. Ja, und bringen uns hier in Deckung. So, und los geht's. Okay, da hinten ist noch einer. Okay. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ach, da. Ich fasse es nicht. Ja, das haben schon so viele zu mir gesagt. Und manch einer hat auch recht. So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Von der Seite mal gucken, was Sache ist. Hä?
Aha. Okay. Okay. Na komm, mach Schritte, mach hin. Ja. So. Geht doch bestimmt gleich die Tür auf hier. Aha. Ich wusste es, ich wusste es. Schwuppdi-schwupp. Oh ja. Aha. Scheiße! Oh ja, wenn der jetzt hinter mir durch die Tür kommt, dann habe ich ein Problem. Ach du Schande, was ist jetzt los? So. Ah ja. Also irgendwo ist da noch einer unterwegs. Da muss noch einer unterwegs sein. Ach, da drüben. Das ist nie eine gute Idee. So, jetzt aber hier hoch und dann müssen wir bestimmt da rüber. Oder? Ja, natürlich. Da kommen sie jetzt noch raus. Hm. Soweit kann ich gar nicht werfen, glaube ich. Ja, seid ihr besser zu sehen? Komm schon. Ja, das macht die Drohne alleine. Sehr gut. Das ist unser Ziel. Ah, da gibt es noch ein bisschen Spezialmunition. Und unser Ziel ist jetzt wo? Da kommt er ums Eck, glaube ich. So, jetzt ist die Frage. Ziel neutralisiert. Aha. Sie haben noch einen ausgeschaltet. Gut gemacht, Agent. Ja, das gefällt mir doch. Warum? Ich will Kirst persönlich treffen. Erlaubnis verweigert. Ich brauche nur 2 Stunden. Wir finden einen neutralen Ort. Warum wollen Sie ihn treffen? Er hat gefragt. Ich soll ihm helfen, die restlichen Verräter aufzuspüren. Reden wir wieder über Bantam? Nein. Dafür ist Bantam ein viel zu großer Feigling. Lieber stirbt er, als dass er sich über Befehle hinwegsetzt. Ich weiß nicht. Er ist harmlos. Es sei denn, man befiehlt ihm, Leute zu töten. Dann ist er ziemlich gut in seinem Job, aber eigene Ideen hat er nicht. Und wenn ihm jemand etwas ins Ohr flüstert? Oh ja, dann ist er leicht zu manipulieren. Soll ich ihn im Auge behalten? Nur für den Fall? Das kann nicht schaden. Aber still und leise. Er darf nicht merken, dass wir zuschauen. Anders kann ich gar nicht zuschauen.
So, sehr schön. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie wir hier wieder am geschicktesten runterkommen, ohne dass wir uns gleich in den Tod stürzen. Müsste da nicht irgendwie irgendwas und überhaupt? Nein? Okay. Ach, da geht's runter. Und da geht's doch, glaube ich, runter. So, da ist das Treppenhaus. Sehr schön. Und ein bisschen Munition. Und dann werden wir hier wieder ein bisschen einsammeln. Da geht's raus. Spezialmunition kann nie schaden. Aha. Eins. Jo. Und das nehmen wir hier auch mit. Sehr schön. Und das soll es dann wieder mal für diese Folge gewesen sein. Wenn wir uns hier schön vor den Einkaufswagen stellen, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Wir haben noch diesen Rettungseinsatz zu machen und dann geht's ja sozusagen ins Semifinal. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.